Vielleicht kurz ein Blick auf die Agenda, sehr rudimentär, kurze Einleitung, dann würde ich Ihnen ein paar Dinge erzählen über technologische Entwicklungen, die wir natürlich aufnehmen bei der AMAG und dann eben auch ein Beispiel neuer Mobilität, wie das im Idealfall gestaltet werden kann in entsprechenden Räumen. Voilà, Titel meines Referats heißt Umwälzungen in der Automobilbranche. Ich glaube, die größte Umwälzung, die wird erst so richtig beginnen. Das hat verschiedene Treiber, das sind natürlich politische Treiber, das sind rechtliche Treiber, das sind natürlich auch ökonomische Treiber. Der größte Treiber ist aber die Gesellschaft. Wir spüren eine ganz große Veränderung in der Gesellschaft, was die Nachfrage nach Mobilität angeht und auch das Konsumverhalten. Das sieht man in der Statistik noch nicht. Ich referenziere dann meine Vorredner. Sie haben nach hinten geschaut, wir schauen natürlich vor allem nach vorne. Und das ist wirklich gewaltig, was da abgeht. Wir sind damit gefordert. Und wie das eigentlich unser Konzernchef in Wolfsburg, wobei die AMAG ist da völlig selbstständig, wir sind ein Familienunternehmen, aber Müller hat das eigentlich richtig auf den Punkt gebracht, das Rad müssen wir nicht neu erfinden, alles andere aber schon. Und das bringt es wirklich gut auf den Punkt. Und das ist eine riesige Herausforderung an eine Branche, die halt wirklich sehr traditionell unterwegs ist. Wir arbeiten mit vielen Assets. Allein der VW-Konzern hat 60 Werke weltweit, 600.000 Mitarbeiter. Bis die einen solchen Change-Prozess durchlaufen, das sind gigantische Prozesse, die da bewerkstelligt werden müssen. Und da sind wir natürlich direkt davon betroffen in der Schweiz, eben wie das gesagt wurde, seitens Frau Hassel als größter Automotive-Player hier in unserem kleinen Land. Wie gehen wir das an? Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie schafft man diese Transformation? Viele Firmen, die handeln das Tagesgeschäft und haben irgendwelche Projektleiter, die Zukunft, die an der Zukunft basteln. Und er hat gesagt, das reicht nicht. Bei einem so großen Transformationsschritt, da gibt es nicht nur das Now und das New, da gibt es eben auch ein Next. Und was heißt das? Im Now, glaube ich, ist relativ offensichtlich, wir müssen das Autogeschäft effizienter betreiben. Wir sind unter starkem Margendruck. Ich erwarte da kein Mitleid, aber es ist ein Fakt. Die Margen gehen jedes Jahr zurück, aufgrund auch von Überproduktion und Sättigung im Markt. Und dann kommt eben dieser ganz, ganz wichtige Zwischenschritt, der natürlich nicht nur die Autobranche betrifft, sondern eigentlich jede Branche. Wenn man im New landen will, irgendwann in der Zukunft, und man weiß ja nicht genau, wo dieser Tipping Point ist, dann muss man jede Menge Transformationen durchführen. Und da braucht es Leute, die diese Transformationen managen. Und das braucht eben auch Leute, die ganz gezielt am Geschäftsmodell der Zukunft arbeiten. Also wir haben uns so aufgestellt, so auch geclustert in der Geschäftsleitung und natürlich auch weiter runter in die Belegschaft. Es gibt Leute, die arbeiten am Now, das ist der Großteil. Wir haben sehr viele Leute, die am Next arbeiten, diese Transformationsschritte managen. Und wir haben auch ein kleines Team, stetig wachsend, die das Geschäftsmodell der Zukunft hier vorantreiben. So, und wenn wir jetzt das New anschauen, dann haben wir hier in der New Mobility-Geschichte haben wir eigentlich eine Strategie definiert mit 5 Teilstrategien. Das sind Connectivity, komme ich darauf zu sprechen, Mobility on Demand, E-Mobility, Automated Driving und Mobility Services. Und ich möchte jetzt gerne ein paar Beispiele geben, wie wir diese 5 Teilstrategien konkret aufgreifen und wie wir die vorantreiben. Zuerst mal im Bereich Connectivity. Die wichtigste Initiative basiert auf einem Abendessen mit Urs Schäppi in Bern. Das war erst im März, also ist noch kein Jahr her. Wie gesagt, eigentlich die beiden Firmen müssen noch irgendwann zusammenarbeiten. Swisscom als Vollprofi, was Daten angeht, und AMAG als Vollprofi im Automotive. Was ist dabei herausgekommen? Eine Tochterfirma namens Autosense, ein Joint Venture der beiden Firmen, 50-50. Das Ganze basiert auf diesem kleinen Gerät hier, das Sie links sehen. Das ist ein Dongle. Der kann bei halbwegs modernen Autos, so bis zu 7-8 Jahre alt, kann der eingestöpselt werden und der ist dann fähig, Daten zu liefern. Das heißt, er plaudert. Und was wir genau damit bezwecken, ist, wir wollen einen Enabler bewerkstelligen, dass wir zum digitalen Provider werden. Wir haben eine Management-Plattform, die ist selbstverständlich in der Cloud, ist die untergebracht von Swisscom. Wir haben eine Endkunden-App, ohne das geht es gar nicht mehr. Das ist Convenience, da komme ich noch drauf zu sprechen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich eine Flottenlösung, weil genau für Flottenbetreiber ist eine solche Lösung hochinteressant. Was im Vordergrund steht, das ist die Vision. Wir haben auf der Kundenseite, wir wollen ein Maximum an Convenience bieten mit dieser Lösung Autosense und das soll dann bei uns natürlich dazu führen, dass der Kunde bei uns und allen Providern, die da dranhängen, loyal bleibt. Ich glaube, es würde jetzt jeden Rahmen sprengen, alles zu durchlaufen, aber eigentlich ist alles abgedeckt, was sich ein Kunde, der ein Auto benutzt, betreibt, besitzt,
eigentlich hier sich wünschen kann in dieser ganzen Journey. Selbst das Gamification-Thema ist hier mit drin im Konzept. Der Mehrwert steht im Mittelpunkt. Convenience heißt für uns mehr Komfort, mehr Sicherheit und auch mehr Spaß. Ich verzichte auch hier darauf, alle Details durchzugehen. Aber wir haben hier diese Use Cases aufgestellt in zahlreichen Gesprächen mit Endkunden, mit Flottenbetreibern. Und das ist dabei herausgekommen. Voilà, das war zum AutoSense, also Connectivity. Dann das zweite große Thema ist automatisches oder automatisiertes Fahren. Das ist effektiv ein Game Changer, auch in der Gesellschaft. Man muss sich nur vorstellen, wenn auf einmal Senioren, die das Billett abgeben müssen, dann auf einmal noch 10 weitere Jahre mobil sein können, indem sie eben ein selbstfahrendes Auto abrufen, buchen können und damit dann eben viel, viel mobil sind als vielleicht bis anhin. Es verändert aber auch die ganze Industrie. Man muss sich nur vorstellen, sie hätten jetzt alle, also diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind, sind ins Geschäft, sie fahren, lassen sich am Morgen zum Büro fahren, können E-Mails erledigen, können SMS tippen, kann nichts passieren. Sie werden um 8 Uhr im Büro vorgefahren, sie steigen aus, klopfen ihrem Auto freundschaftlich auf den Kofferraumdeckel und sagen, jetzt gehst du mal 10 Stunden als Taxi arbeiten und holst mich um 18 Uhr wieder ab. Das ist die Zukunft vom automatisierten Fahren. Das wird also vieles, sehr vieles verändern. Aber es ist nicht nur der Hersteller, der natürlich Autos konzipiert, die selbstständig fahren können. Von der Sensorik her ist das heute schon überhaupt kein Problem. Es ist mehr ein Problem des Gesetzgebers. Es gibt auch einen After-Sales-Markt, also viele Autos, die heute schon auf der Straße sind. Also wenn Sie heute einen neuen Golf kaufen, der hat alles drin an Sensorik. Das Einzige, was ihm fehlt, ist eine Middleware. Und diese Middleware, die sind wir dran zu entwickeln mit der Firma Copernicus, ein kleines Ingenieurbüro nahe München. Die entwickeln diese Middleware, damit Autos, die eben nicht allzu alt sind, die über diese Sensorik verfügen, nachgerüstet werden können und dann eben auch fähig sind, hier zu partizipieren beim Automated Driving. Das ist die lokale Initiative in der Schweiz von der AMAG. Dann, wenn wir zum nächsten Thema gehen, das ist E-Mobility. Dieses Auto hier, das ist eine Reinkarnation des Bulli, also des Flower Power Autos aus den späten 60er Jahren. Viele von Ihnen kennen das noch. Wir haben dieses Auto voll elektrisch, hatten wir am Swiss Economic Forum Anfang Juni in Interlaken. Und ich kann Ihnen sagen, hätten wir das Auto verkaufen dürfen, wir hätten jede Menge Kunden hätten Schecks hingelegt. Das Auto hat wirklich Kultpotenzial, kommt leider erst in 3 Jahren auf den Markt, voll elektrisch, aber das Auto kommt, ist bestätigt. Und das eignet sich eben dann für verschiedene Einsatzzwecke, eben auch für automatisiertes Fahren oder eben auch für Carsharing und eben auch für Ridesharing und all diese Dienste, die wir in Zukunft anbieten werden. E-Mobility beschäftigt uns stark im Moment. Unser Hersteller, der setzt auf diese Karte. Man hört nicht viel in Sachen Wasserstoff und anderen Antrieben. Das ist vor allem Elektromobilität. Man sieht das hier. Konzernchef hat 60 neue Modelle bis 2025 angekündigt aus diesen 12 Marken, die den Konzern ausmachen. Das wird ein Schiff geben im bestehenden Geschäft. Elektroautos, die haben weniger Verschleiß, das wissen wir, die haben weniger Teile. Aber die haben natürlich auch diese Power auch im Rückwärtsgang. Es wird dann eben trotzdem viel kaputt gemacht. Also es gibt dann einen Shift auch in der Werkstatt. Es wird mehr an der Karosserie kaputt gehen als zum Beispiel eben am Antriebsstrang. Der hält relativ lang, fast ewig. Und was dann, das ist eigentlich der wichtigste Punkt hier, Beratungsdienstleistungen, die werden ganz wichtig. Da investieren wir auch. Also wir sagen schon, wenn wir der größte Automotive Player in der Schweiz sind und die Schweiz hat nun mal viele Eigenheimbesitzer, obschon die Quote im Vergleich zum Ausland klein ist, aber eigentlich macht es Sinn, das Ganze aus einer Hand zu machen. Also wenn man schon ein Elektroauto sich zulegt, dann sollte man vielleicht auch an Solarenergie denken und wie man die Energie speichert, damit das Auto in der Nacht geladen wird, wenn die Sonne nicht scheint etc. Also das sind dann wirklich diese holistischen Systeme, die wir in Zukunft anbieten werden. Das zur Elektromobilität, dann vielleicht Zeit für eine kurze Zwischenbemerkung. Also neue Mobilität ist ein wirklich exponentiell wachsender Markt, sehr hohe Dynamik. Jeden Tag haben Sie neue Schlagzeilen, wer jetzt wen gekauft hat und wer mit wem kooperiert. Das ist super spannend. Das ist schon wieder uralt hier. Also Sie haben gehört diese Woche, was alles wieder passiert ist im Bereich von Carsharing-Anbietern, wer gekauft hat. Das ist unglaublich dynamisch.
Wir partizipieren selber auch an dieser Dynamik. Sie haben es vielleicht mitgekriegt, wir haben letzten Sommer von der Migros das Startup-Unternehmen Charroux übernommen, haben die Aktienmehrheit übernommen. Wir waren schon investiert als Aktionär, aber als Minderheitsaktionär, haben uns dann entschieden, die Aktienmehrheit zu übernehmen. Warum? Man sieht es dann auf dem nächsten Chart. Hat ein bisschen Verzögerung hier. Charroux komplettiert eigentlich unsere Angebotspalette im Bereich von Mobility und Demand in perfekter Weise. Wir haben schon seit Urzeiten Europcar mit vielen Vertretungen in der Schweiz. Wir haben Amag Chauffeur Drive, der schweizweit angeboten wird, letztlich am World Economic Forum. Das war Amag Chauffeur Drive dort vor Ort. Dann Valet Parking, sicher am besten bekannt beim Flughafen, aber nicht nur. Wir haben mittlerweile auch ein Spital in Lausanne, das mit Amag Valet Service, Valet Parking betrieben wird. Das heißt, Patienten kommen mit dem eigenen Auto, vielleicht weil sie einfach allein sind, können dann das Auto abgeben und können nach erfolgter Rekonvaleszenz können sie dann mit dem eigenen Auto wieder nach Hause fahren. Also das bieten wir auch schon an, konkret eben in Lausanne. Dann Catch a Car ist eine Tochterfirma von Mobility. Wir sind dort auch als Minderheitsaktionär eingestiegen vor 2 Jahren. Catch a Car ist sogenanntes Free-Floating Carsharing. Das haben wir im Moment in Basel, haben wir in Genf. Das sind Flotten von je 120 Kleinwagen. Und diese Autos kann man einfach nehmen, wenn man Bedarf hat. Also man geht einkaufen in Basel, hat vielleicht ein bisschen zu viel eingekauft, ein paar Tüten zu viel in der Hand und sagt, ich brauche trotzdem ein Auto. Sieht so ein Auto stehen am Straßenrand, geht hin, schnappt sich das Auto. Man fährt nach Hause, stellt das Auto ab auf einem öffentlichen Parkplatz. Und wenn das Auto zu lange steht, der Kunde muss sich um nichts kümmern, dann haben wir Scouts, die dann die Autos nehmen und dann gut frequentierte Stellen dann dort wieder abstellen. So funktioniert Catch a Car im Moment nur in Basel und in Genf. Und eben als ideale Ergänzung habe ich Charroux gesehen, das ist das Peer-to-Peer-Carsharing, das heißt, ich leihe mein Auto eben an irgendjemanden aus, lasse mir diese Charroux-Box einbauen, stelle sie auf die Plattform. Jeder Kunde kann, wenn er sich die App herunterlädt, eine Kreditkarte hinterlegt, natürlich auch den Führerausweis, kann er dann von diesen doch mittlerweile 1000 Autos in der Schweiz Gebrauch machen. Auf der Plattform finden sich alles, also da sind nicht nur Amag-Produkte drauf, da sind auch Peugeots drauf und Teslas, da sind Sportwagen drauf, da sind Lieferfahrzeuge drauf, Kleinbusse, Camper, alles findet man dort. Wir haben jetzt eigentlich jedes Jahr konnten wir die Buchungen verdoppeln. Also das kommt, das ist natürlich noch ein zartes Pflänzchen, deshalb ist in der Statistik ist das noch nicht wirklich sichtbar, aber wir verdoppeln jedes Jahr die Rate. Voilà, deshalb haben wir Charroux übernommen von der Migros. Dann noch eine zweite so Zwischenbemerkung. Voraussetzungen für diesen Shift, den wir ja eingangs angesprochen haben, sind eigentlich 3 Punkte. Das eine ist wirklich ein Mindset-Change in der Firma. Gerade so etablierte Industrien wie die Automobilbranche, die wirklich teilweise noch ein Dinosaurier ist, vor allem wenn man Richtung Hersteller geht, mit dieser unglaublichen Investition, also 60 Werke, wenn man sich vorstellt, was das kostet, aber natürlich auch im Handel. Und diesen Mindset-Change, den muss man anstoßen. Das ist übrigens dann das Spezialgebiet von meinem Nachredner, von Gerhard Fehr. Ich weiß nicht, was du alles genau erzählen willst über Verhaltensänderungen, aber das ist ein Schlüsselfaktor. Dann, es braucht Kapital. Man weiß nie, ob man aufs richtige Pferd setzt. Kann sein, dass Catch a Car und Charroux in 2-3 Jahren nicht mehr da sind. Kann passieren. Da muss man halt irgendwie ein bisschen unverfroren sein, wie das halt bei Start-up-Unternehmen ist, und sagen, hat man auch Pech gehabt. Und das Dritte ist, das habe ich gezeigt mit dem Swisscom-Beispiel, man muss ganz gezielt Kooperationen eingehen. Das ist ganz wichtig, man kann nicht alles allein machen. Und das ist eben auch ein Mindset-Change. Auch in der Amag war das so. Früher hat man immer alles, man wollte alles immer besitzen und selber machen. Und das hat ziemlich Überredungskunst gebraucht, auch bei unseren Konzernleitern, zu sagen, nein, jetzt machen wir das mal mit dem Swisscom und das ist 50-50. Das ist eben nicht 51% Amag. Voilà, das sind so die 3 wichtigsten Voraussetzungen. Dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz ein aktuelles Beispiel aufzeigen, ganz in der Nähe von hier natürlich, in Epicon. Und zwar, wir haben eine Amag Retail Garage, die umzieht nach Perlen und da wird ein relativ großes Grundstück wird frei und wir haben uns gesagt in der Konzernleitung, wir wollen das mal anders entwickeln. Wir wollen dort mal einfach anders dahinter gehen und schauen, dass wir eben Wohnen und Mobilität aus einer Hand anbieten können. Wie funktioniert diese Mobilitätslösung? Wir haben auch hier wieder Kooperation, Privera als Immobilienpartner, die Amag selbst und dann unsere Tochterfirma Amag Services, die dann eben wirklich vor Ort die Services sicherstellt. Warum? Das kann nicht jeder, weil das ist extrem
kostensensitiv. Also man muss jemanden haben, der wirklich mit günstigen Lohnkosten, mit wenig Aufwand die Autos verschiebt, die wartet, die vielleicht wieder auflädt, die betankt, was auch immer. Und da ist Amag Services ist der richtige Partner dafür. Und eben eines der wichtigsten Ziele, Vernetzung des Leistungsportfolios zwischen Wohnen und Mobilität. Gut, ich glaube, ich gehe hier auch nicht durch alle Themen durch. Das Ziel ist ein zeitgemäßes Mobilitätsangebot, was auch ein wichtiger Punkt ist. Die Politik hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass man eben den Verkehr lenken will. Man will logischerweise weniger Autos in den Innenstädten, haben wir auch schon gehört. Im Moment ist halt das Auto noch der wichtigste Verkehrsträger. Und wir helfen damit, die kantonale Politik zu unterstützen, aber immer auch mit dem Blick auf die Convenience beim Endkunden. Konkret hier mit dem Mobilitätsmix, den wir hier anbieten, genügen 160 Parkplätze für 260 Wohnungen. Früher war das noch 1:1 oder sogar 1:2 in vielen älteren Überbauungen. Die drei Elemente sind Mobilitätspakete, dann der Hochbau selbst natürlich, werde ich hier nicht weiter darauf eingehen, aber natürlich dann auch ergänzende Maßnahmen. Ich glaube, das Wichtige sind die Mobilitätspakete im Sinne eines Abonnements. Das werde ich Ihnen noch kurz aufzeigen. Man kann ein Mobilitätspaket wählen. Was immer dabei ist, ist Paket 1. Da haben Sie zum Beispiel, sehen Sie zum Beispiel, ist kein Parkplatz dabei, aber ÖV für 500 Franken, Carsharing für 200 Franken, Charoux für 100 Franken, also weitere 100 Franken, dann Tagesparkplätze, 7 Tage und Bikesharing ist unlimitiert. Und dann kann man wählen aus dieser Palette, wie es halt das eigene Mobilitätsbedürfnis, wie sich das darstellt. Wir sind eigentlich überzeugt, dass das gut ankommen wird, weil wir machen keine Diskriminierung. Wenn jemand ÖV-Fan ist, wobei sich diese beiden Lager ja wirklich komplett aufbrechen, ÖV und Privatverkehr, das verschmilzt immer mehr, dann kann jemand eben zum Beispiel ein Paket 3 oder sogar ein Paket 4 wählen, wo er einen eigenen Parkplatz hat oder sogar zwei eigene Parkplätze. Also ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt in diesem ganzen Angebot. Wie passiert die Umsetzung? Natürlich auch mit einer App. Das heißt, dieses Abonnement ist jederzeit online abrufbar. Man sieht immer, was habe ich noch für ein Guthaben, auf welcher Mobilitätsform. Und das ist eigentlich das, was charmant ist an der ganzen Lösung. Wir haben übrigens eine Zweitmeinung eingeholt zu diesem Konzept von der Hochschule Luzern. Die hat das bestätigt, dass das eigentlich wirklich ein neuartiger Ansatz ist. Meistens hat man nur ein, zwei Möglichkeiten, Mobilität sicherzustellen in solchen Konzepten. Und wir haben einen ganzen bunten Blumenstrauß, wo man sich eben daraus bedienen kann und das richtige Paket für sich wählen kann und dann eben jederzeit online abrufbar, wo habe ich noch welche Guthaben. Also sehr kundenfreundlich ist das Ganze. Gut, ich bin am Ende meiner Ausführungen. Vielleicht noch kurz, also die Kundenwünsche verändern sich wirklich sehr stark. Wir spüren das deutlich. Wir haben sehr viele Gespräche, natürlich auch auf der Business-Ebene. Wir haben sehr viele Flottenbetreiber wie Siemens, ABB, Nestle, UBS, Credit Suisse, wie sie alle heißen. Und denen hören wir aufmerksam zu, was sie benötigen. Wir schauen, dass sich diese Mobilitätsangebote eben im Gleichschritt entwickeln auch. Wir arbeiten bereits intensiv an der Zukunft, nicht nur an der näheren, sondern auch an der weiteren. Und in Form dieser 5 Teilstrategien hoffe ich, dass ich Ihnen das ein bisschen näher bringen konnte. Und ich hoffe, das war nachvollziehbar. Und in dem Sinne ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke herzlich, Bernhard Soltermann. Ja. Die Sage Matt, ja. Gibt es da schon Rückmeldungen von Leuten, die interessiert sind, die Wohnungen zu beziehen? Was hört ihr da? Ja, es ist natürlich jetzt noch ein bisschen früher. Wir informieren im März im Detail. Also es ist noch nicht viel bekannt, nur dass es wird geben, aber es hat natürlich Interessenten im Voraus. Wir haben also Leads. Und dann ist es wurscht, wenn sie keinen Parkplatz mehr haben? Ja, das gibt jede Menge sehr viele Leute. Das ist gut. So. Genau. Die wollen einfach Mobilität. Also. Die wollen schön wohnen und Mobilität. Jetzt hat Norbert Risse gesagt, Carsharing ist so ungefähr bedeutungslos, statistisch gesehen. Seid ihr da nicht ein bisschen auf dem falschen Gleis? Nein, ich habe kurz gemerkt, vielleicht ist es untergegangen. Oder? Es ist nicht wetten, aber er schaut hinterher. Statistik ist eben Vergangenheitsbeschreibung. Ja. Wir schauen vorne. Und vorher heisst, wir lassen natürlich dem Kunden zu, was er in der Zukunft wünscht und nicht, was er in der Vergangenheit benutzt hat. Und das heisst, in Zukunft wird es bedeutungsvoll. Ja, absolut. Herr Risse, tut er nicken, wenn er hat er recht? Wir brauchen schnell ein Mikrofon. Ihr seid so ein bisschen der Retro-Typ und er ist der, der
vorwärts will. Also wir haben ja schon Prognosen gemacht vor 3 Jahren, dass wir im Jahr 2047 500'000 Einwohner haben. Damit wollte ich sagen, im Kanton Luzern, damit wollte ich sagen, es gibt Bereiche, wo wir gegen vorne schauen. Das sind Bevölkerungsszenarien, auch Bildungsszenarien, die ganz wichtig sind für die Planung. Das ist eine schwierige Einschätzung. Ich kann vielleicht sagen, ich persönlich wäre durchaus ein Kunde. Ich habe zum Beispiel wahrgenommen, dass es mal ein Angebot gegeben von der SBB mit einem Mitbewerber von euch, dem BMW. Ja. Irgendwie für 10'000 Franken oder so, genau. Kombiniert, Erstklasse. Wäre ich beispielsweise ein potenzieller Kunde. Ja, Green Class. In dem Bereich, wo ich bin, muss ich sagen, ist bei dem Mobil braucht es wahrscheinlich noch Partnerschaften, würde ich jetzt mal sagen, wegen der Vernetzung. Weil ich glaube, das ist vielen Orten noch ein Problem. Das sehe ich in meinem privaten Umfeld. Und wenn ich noch eine proaktive Anregung geben darf, die vielleicht etwas bringt, was man sicher anschauen müsste, ich nehme an, der Robert Küng wird da einverstanden sein, ist die Möglichkeit von so Formen, wenn dann mal der Seertalplatz bezogen wird von den Verwaltungsangestellten im Jahr 2025. Ja. Und das gibt sicher auch Bedürfnisse, die man dort evaluieren kann. Mhm. Da seid ihr gerade parat, oder? Applaus also, für den Herrn. Ja. Also ich habe noch Ergänzung gemacht, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir haben zum Beispiel eine Anfrage von The Circle, oder? Das grosse Bauprojekt. Flughafen und die sagen auch, die Leute werden nicht weniger mit dem eigenen Auto kommen, die werden auch nicht übergehen und ein klassisches Mietauto buchen, wenn sie eins brauchen, die wollen das einfach sofort haben. Das heisst, App reinschauen, das muss dunkel stehen. Im Parkhaus, da tun sie das buchen auf der App für 2, 3, 4 Stunden, gehen runter, nehmen das Auto, stellen sie wieder ab. Aber Mobility hat eben 3-mal mehr Kunden als dir im Moment, oder? Was heisst mit mir? Also Mobility also, Sharu. Ja. Ja, das ist ja so, klar. Ja, das ist Mobility einfach so. Ist mit fast 20 Jahren. Die sind auch besser, oder? Darum ist es so. Nicht? Und Mobility macht einen guten Job, aber sie sind auch gewachsen mit sehr viel Goodwill. Aus der Politik, das muss man schon sehen. Also, Mobility wäre es nie rentabel geworden. Aber wir tun das ein bisschen Challenge im Moment. Also, gut. Ist jemand bei Sharu dabei? Hat jemand schon mal Sharu genutzt? Hand auf. Uiuiui, Herr Soltermann. Ja. Gibt es noch viel zu machen? Ich kann ein gutes Beispiel fragen. Ist gut, okay. Wir reden nachher drüber. Ja, ja. Nein, ich sage, es ist noch ein zartes Pflänzchen. Gut. Aber hat jemand gerade eine Frage im Moment, Herr Soltermann? Ja, bitteschön. Dort nochmal Hand auf. Mikrofon kommt. Es ist schon beim 4, 7, 9, 13. Gut. Merci vielmals für den Vortrag. Ja. Hat sich die Autoindustrie auch schon Gedanken gemacht, wenn alle Autos mal auf I funktionieren, wie das aussieht mit dem Strom, wenn wir keine AKW mehr haben und nur noch Sonnenstrom haben? Und wie verhält sich das ein bisschen? Also nicht, dass ich dagegen bin oder so, aber ich habe ein Beispiel in Norwegen, wo ich jemand tätig bin. Und dort geht es ja auch schon in die kritische Phase mit der Versorgung und so. Ja, also ich kann, das Beste ist, wenn wir einfach schnell Zahlen anschauen, also Fakt. Der Fakt ist, wir haben in der Schweiz 4,2 Millionen Pkw auf der Straße. Und im Schnitt werden 300'000 Autos in der Schweiz verkauft. Ein Drittel davon fließt in Bestand, zwei Drittel davon werden verschrottet. Das geht ewig, bis die 4,2 Millionen umgewälzt sind und auf E-Mobilität basieren. Das geht ewig. Also ich bin dann wahrscheinlich im Stock oder nehme ein automatisches Driving-Auto. Das werde ich fast nicht mehr erleben. Das geht und bis dann haben wir ja genug Strom. Das ist eine Frage, die man natürlich nicht die Autoindustrie allein kann beantworten kann. Sie können doch ein bisschen helfen, oder? Ja, das macht man ja. Aha, gut. Ja. Also. Macht man noch. Gut, es kommt gut. Er sagt, also ich kann euch ein Beispiel sagen. Wir haben das grösste Logistikzentrum in der Autobranche in Buchs. Wir haben schon vor 15 Jahren ist die Vollfläche mit Solarzellen bestückt worden, die Strom produziert. Also wir speisen extrem viel ein als Autoimporteur schon seit 15 Jahren in das Netz. Gut, weitere Fragen noch? Wer hat noch etwas? Ja, bitteschön. Ich habe mir vor 2 Jahren ein neues Auto gekauft, der VW notabene. Und ein Diesel übrigens. Gut. Und habe gesagt, Gratulieren. Und habe gesagt, ich wechsle dann das Fahrzeug, wenn VW mal ein gescheites E-Mobil bringt. Ja. Jetzt, wenn ich die ganzen Angebote anschaue, kaufe ich je wieder mal ein Auto bei der Anlage? Ja, also ich muss vielleicht dazu sagen, wir produzieren die Autos nicht selber. Wir beziehen die vom VW-Konzern. Fakt ist, dass natürlich Tesla die Branche aufgerüttelt hat und das ist gut so. Also ich bin jetzt letzte Woche selber mal eine Woche den Tesla gefahren, wo wir sie mitschwätzen können, schauen, was gut ist, was ist weniger gut.
Das hat recht aufgerüttelt, oder dieser Skandal hat natürlich etwas dazu getan. Und ich habe gesagt, es kommen 60 neue Modelle. Was wir im Moment im Angebot haben, ist der E-Golf mit 300 km Reichweite. Den kann man beziehen. Und was ziemlich genau in einem Jahr wird anstehen, das ist der Audi e-tron Quattro. Das ist also ein Crossover in der Größe von einem Tesla. Es ist natürlich dann ein Audi und kein Tesla. Das ist natürlich noch ein grosser Unterschied. Aber der wird eine Reichweite haben von etwa 550 km, preislich ähnlich wie ein Tesla. Aber eben, es ist ein anderes Auto. Wo der Fabrikkonzern muss schauen, dass es so schnell nachziehen kann, ist das Ökosystem von Tesla. Das ist hervorragend. Das muss man sagen. Gut. Sattelt ihr schon jetzt gerade um? Oder ist immer noch gut mit dem Diesel? Ich sattle gerne um, wenn das Angebot stimmt. Aber gut. Meine Frage ist eigentlich dahingehend, die Carsharing-Angebote, die Sie jetzt aufgezeigt haben. Ja. Braucht es denn tatsächlich noch persönliche Fahrzeuge oder können wir nur noch Carsharing-Angebote nutzen? Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Es gibt VW-Marke Moya, bietet jetzt den ersten Ridesharing, Bus voll elektrisch an. Wann kommen wir mit dem? Das ist nicht nötig. Mit dem können wir probieren, mit Moya einen Deal zu machen, dass sie in der Schweiz anfangen. Mhm. Und wir müssen nicht alles selber machen. Also sie sind interessiert. Beim 30. August beim Moya-Chef Ole Harms war, hat jetzt das Gespräch geführt. Und die sind interessiert, wo im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist bei uns einfach, wird es einfacher sein. Mhm. Aber seine Frage, braucht es denn noch eigene Auto? Das ist individuell. Das muss jeder für sich selber beantworten. Wir werden sicher dazu übergehen, dass wir viel mehr Flottenbetreiber werden. Also für Leute, die kein eigenes Auto mehr haben, dass wir die Autos bereitstellen in Flotten, in allen Mobilitätsformen zum Buchen. Mhm. Also aber ein Dienstleister mehr als ein Autoverkäufer? Ja, das kann man nicht generell beantworten. Mhm. Gut, weiter noch. Noch eine Frage nehmen wir. Braucht ihr auch gerade ein neues Auto? Noch nicht, gut. Nutzer von diesen 3000 Autos, die schon umfahren. Aber jetzt Frage, noch danke Herr Soltermann, wenn die Elektromobilität wirklich den Zuspruch bekommt, was für eine Rolle spielt denn das Elektrizitätswerk? Es ist eine schwierige Frage, das zu beantworten. Wir sind im engen Austausch mit denen, aber die Antwort hat im Prinzip noch niemand, weil wir wissen nicht, wie schnell das geht. Oder? Aber das, was ich eigentlich angesprochen habe im kurzen Beitrag, oder? Der Tipping Point, wenn das kippt wirklich, dass die Leute auf E-Mobilität umsteigen, das kann niemand richtig abschätzen. Wir haben nur Prognosen, wir rechnen mit 25% E-Mobilitätsanteil im Verkauf. Also wir verkaufen 90'000 Autos, sind wir jetzt mal grosszügig, dann haben wir 30%, dann würden wir 30'000 E-Mobil verkaufen im 2025. Das ist relativ weit weg. Aber ihr wisst es einfach nicht, ihr wisst im Moment den Bedarf nicht. Das Einzige, was ihr wisst, ist, dass ihr das ganz lokal könnt beurteilen könnt, wie viel Elektromobilmasse verleiden. Oder weil zu viel Elektromobil sich irgendwo auftanken. Also ich habe schon gesagt, am Supercharger, wenn man hergeht, oder man hat einfach Glück, wenn der andere nicht besetzt ist, dann geht es schnell, kommt ein anderer nebenan, geht es schon wieder halb so schnell, dann ist es nicht mehr so super. Das ist ein halb Supercharger. Und wenn zu viel angeschlossen würde, gleichzeitig, dann können wir Kabel aus dem Boden raus. Und das ist eine Frage, die können wir als Industrie nicht selber beantworten. Das muss man ganz eng mit der Politik, mit dem Elektrizitätswerk und weiteren Player muss man das super abstimmen und dann konzipieren und vorantreiben. Aber wir haben die Antwort noch nicht. Gut, also, dann bleibt es Herr Hunziker da vorne. Hunkeler, sorry. Herr Hunkeler, da brauchen wir noch schnell das Mikrofon. Jetzt haben wir einfach so auf den Mund angewechselt. Ja. Den Strom hinbringen ist das eine, aber den Strom noch verteilen ist das andere. Und das ist euer Part. Das hat Tesla gelöst, grossartig, weltweit, alle 300 Kilometer eine Tankstelle. Wie löst das die AMAG oder löst das der VW? Ja, ich habe gesagt, Tesla hat die Branche aufgewühlt. Ich sehe nicht ganz so rosig wie dir. Klar, mit der Supercharger haben sie sicher einen guten Move gemacht. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Da müsst ihr immer schauen, wo ist einfach die Reichweite von diesen Autos. Sonst steht er einfach an. Je mehr Tesla, die können es nicht nachziehen, das Netz. Ja, kennen es. Okay, lassen wir es mal so stehen. Also, ich schaue es nicht als unsere Aufgabe an. Ich schaue es wirklich als Zusammenspiel an, wie ich es gesagt habe, von mehreren Playern. Wir können das nicht allein bewerkstelligen. Das funktioniert nicht. Wir sehen es ja schon, nur wenn wir diskutieren über Catch-a-Car. Und wenn wir über Catch-a-Car diskutieren, die sind extrem auf Politik, auf Behörden angewiesen, dass darüber das Free-Floating etablieren können. Zürich, ganz schwierig. Basel, Genf, Rot-Teppich ausgerollt für solche neue Konzepte. Es hängt halt wirklich einfach von sehr vielen Faktoren ab.
Gut. Aber es ist ja schon klar, dass das nur funktioniert, wenn die Stationen da sind. Absolut. Sonst können wir gar nicht verkaufen. Absolut. Wir installieren auch reihenweise Stationen im Moment. Aber das tun wir natürlich erst im Markt, wenn wir auch die Auto haben dafür. Gut, seid ihr beim Aperon auch noch oben, Herr Soltermann? Ja, sehr gerne, ja. Dann könnt ihr mit dem Herrn Soltermann noch weitere Geschichten diskutieren. Für den Moment danke ich sehr herzlich. Gut, merci euch. Danke, Bernhard Soltermann.